Kreml-Kritiker Alexei Nawalny liegt mit einer mutmaßlichen Vergiftung auf der Intensivstation. Es wäre nicht der erste Giftanschlag auf den bekannten Oppositionspolitiker. Auch anderen Kreml-Kritikern widerfuhr ein ähnliches Schicksal. Pjotr Versilov ist Aktivist der Protestgruppe Pussy Riot. Im September 2018 wird er mit Vergiftungssymptomen auch in der Berliner Charité behandelt. Versilov macht den russischen Geheimdienst verantwortlich, offenbar im Zusammenhang mit seinen Recherchen zur Ermordung russischer Journalisten in Zentralafrika. Auf den ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter Julia wird im März 2018 im englischen Salisbury ein Giftanschlag verübt, mit dem in der Sowjetunion entwickelten Nervengift Novichok. Beide entgehen nur knapp dem Tod. Westliche Geheimdienste sehen die russische Regierung hinter dem Anschlag als Vergeltung für Skripals Tätigkeit als Doppelagent. Der frühere russische Agent Alexander Litwinenko stirbt 2006 im Londoner Exil an einer Vergiftung mit radioaktivem Polonium. Zuvor hatte der Kreml-Kritiker mit zwei russischen Ex-KGB-Agenten Tee getrunken. London gibt der Moskauer Führung die Schuld, die jegliche Verantwortung bestreitet. Im Jahr 2004 wird der damalige Oppositionskandidat und spätere ukrainische Präsident Viktor Juschtschenko schwer krank. Österreichische Ärzte stellen Monate später eine Dioxinvergiftung beim Helden der sogenannten Orangenen Revolution fest. Juschtschenkos Gesicht trägt bis heute die Spuren der Vergiftung. Im September 1978 stirbt der oppositionelle bulgarische Schriftsteller Georgi Markov in London durch das Gift Rizin. Der mutmaßliche Anschlag wurde nie vollständig aufgeklärt.